Leute, und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich dachte mir, ich drehe heute mal ein What's in my Workbag Video, weil das haben sich auch ein paar gewünscht und darauf hatte ich jetzt gerade auch Lust. Und zwar habe ich ja eine neue Tasche zum Geburtstag bekommen und die nehme ich natürlich ja jetzt immer für die Arbeit, aber auch für die Berufsschule. Genau, das ist eine Tasche von Guess. Ganz viele fragen mich, woher ich die habe, also wo ich die gefunden habe. Ich habe einfach bei Amazon damals eingegeben, also als ich meine Wunschliste für den Geburtstag geschrieben habe, habe ich eingegeben Guess-Taschen und dann kamen die eigentlich relativ schnell. Ich habe auch geguckt, die ist momentan reduziert. Ich weiß nicht, wenn das Video online kommt, ob die immer noch reduziert ist. Eigentlich kostet die, glaube ich, irgendwie 140 Euro, aber jetzt gerade ist sie, glaube ich, auf 90 Euro sogar reduziert. Richtig krass. Jedenfalls finde ich die Tasche sehr schön, auch von der Größe und so her. Ich bin ja jetzt nicht so der größte Mensch und deswegen wollte ich halt eine Tasche, die nicht so dermaßen groß an mir aussieht. Und die ist von der Größe echt wunderbar, weil da passen trotzdem alle meine Sachen noch rein, ohne dass sie mega überfüllt aussieht. Und genau, die sieht halt einfach so aus, ganz schlicht. Von innen finde ich die tatsächlich jetzt nicht so schön, da hat die halt dieses Leopardenmuster. Wäre das jetzt noch in schwarz gewesen, hätte ich das auch nicht so schlimm gefunden. Aber das ist halt schon sehr auffällig. Aber naja, ich habe jetzt irgendwie keine bessere Tasche gefunden und damit kann ich leben. Also so extrem schlimm finde ich es auch nicht. Man könnte halt hier bei der Tasche auch noch innen das so zumachen, wenn ich es jetzt hinkriegen sollte. Und dann wäre die Tasche halt hier mit den Ecken so weg. Aber das finde ich halt nicht schön und für die Arbeit brauche ich ja eh mehr Platz. Deswegen sieht die immer so aus. Und jetzt gerade ist sie noch leer, aber ich bepacke die ja jetzt für die Arbeit für morgen. Und da könnt ihr mal sehen, was ich da so reinpacke. Ich fange immer erstmal mit dem Wichtigsten an und das ist bei mir Essen und Trinken mitnehmen, weil sonst überlebe ich keinen Arbeitstag. Ich habe ja zum Geburtstag auch hier diese riesengroße Flasche bekommen in schwarz. Ich glaube, das ist 1 Liter, was da reinpasst. Und genau, die fülle ich mir natürlich auch erstmal auf, schön mit Sprudelwasser, weil ich mag Sprudelwasser am liebsten. So, und die Flasche stelle ich hier immer am Rand bei meiner Tasche rein, weil die guckt ja hier doch noch ein bisschen raus und dann stört die mich beim Tragen nicht so sehr. Genau, jetzt ist das erste schon mal drin und jetzt geht es weiter mit dem Essen, aber das muss ich jetzt erstmal vorbereiten. Deswegen laufe ich jetzt zur Küche. Ich bin jetzt schon in der Küche angekommen und ich mache mir immer ganz unterschiedliche Sachen zu essen. Wenn es schnell gehen muss, wird es nur ein Brot mit Käse. Und ja, wenn ich aber irgendwie länger Zeit habe, dann nehme ich mir gerne so ein richtiges Mittagessen mit, weil ich bin da ja immer auch über Mittag, also meistens ja bis 16 Uhr. Und da kriege ich dann schon Hunger und dann ist so ein ordentliches Mittagessen ganz schön. Und wir haben da zum Glück auch Möglichkeiten, das Essen dann warm zu machen. An manchen Abenden kriege ich dann zum Beispiel Essen von Mama noch, also wenn sie das zum Beispiel noch Reste hat von dem Abendessen, was sie uns gekocht hat. Aber manchmal sind meine Eltern ja auch nicht da und können mir nichts kochen. Und die wollen dann nicht so gerne, dass ich mir dann nur eine Pizza in den Ofen schiebe oder irgendwo hinfahre und mir da irgendwas Ungesundes zu essen kaufe. Und deswegen bestellen wir manchmal bei HelloFresh. Und heute habe ich mir dieses Rezept ausgesucht für morgen. Ich finde, das sieht richtig lecker aus. Ja, und selbst das kann ich kochen. Also eigentlich bin ich nicht so begabt im Kochen oder so, aber das ist hier so gut alles beschrieben, das Rezept, dass ich das sogar hinkriege. Und genau, ich packe jetzt hier erstmal meine Tüte aus und dann wird gekocht für den nächsten Tag. So, ich habe jetzt hier mal alle Zutaten aus der Tüte rausgelegt und die hier in Schüsseln gepackt. Dann könnt ihr besser sehen, was da so alles drin war in der Kochbox. Und genau, dann ist es auch einfach ein bisschen schöner fürs Video. HelloFresh bietet euch übrigens jede Woche über 30 verschiedene und abwechslungsreiche Rezepte an. Und da ist definitiv für jeden was dabei. Es gibt vegane oder vegetarische Rezepte, aber natürlich auch Rezepte mit Fleisch. Also ich glaube, da werdet ihr fündig. Und du kannst dir auch ganz einfach deine individuelle Kochbox zusammenstellen. Du gibst erstmal an, was deine Vorliebe ist. Also du wählst aus zwischen Fleisch und Gemüse oder vegetarisch und so weiter und so fort. Und dann gibst du an, für wie viele Personen du kochst. Danach kannst du angeben, wie viele Rezepte du in dieser Woche haben möchtest. Und genau, dann wird dir die Kochbox geliefert und du erhältst dann frische Zutaten und kannst ganz entspannt kochen, ohne Stress, ohne dass du einkaufen musst. Also es ist einfach super einfach und das kriegt jeder hin. Mein Essen für morgen ist jetzt schon fertig und ich packe mir das jetzt hier in die Glasschüssel mal rein, damit ich das gleich schön in die Handtasche packen kann.
Und wer jetzt auch Lust bekommen hat, mal bei HelloFresh eine Kochbox sich zu bestellen und das auch mal auszuprobieren, da habe ich noch was Cooles für euch. Und zwar habe ich einen Gutscheincode, den schreibe ich euch jetzt gleich hier mal rein. Und mit dem könnt ihr auf die ersten 4 Boxen bei HelloFresh bis zu 90 Euro sparen. Und on top kommt noch dazu, dass die erste Box kostenlosen Versand noch anbietet, also der Gutscheincode. Und ja, weil alles Weitere, also den Link zum Shop und so, verlinke ich euch wie immer in der Infobox. Und jetzt geht's weiter, weil meine Tasche wird jetzt gleich noch ziemlich voll. So, ich bin jetzt hier wieder bei meiner Couch angekommen und kann meine Tasche jetzt zu Ende fertig packen. Also das Essen packe ich gleich rein, weil sonst kriege ich das hier nicht alles schön mehr rein. Natürlich kommt in dieser wunderschönen, nicht wunderschönen Laptop-Tasche, also da ist mein MacBook drin, weil ich für die Arbeit brauche, kommt natürlich auch mit in meine Handtasche. Das ist sehr, sehr wichtig. Für die Berufsschule nehme ich dann noch mein iPad mit, was ich hier vorne dann noch in die Tasche reintun kann. So, der kommt hier hinten hin und wie man sieht, der passt echt richtig gut in die Tasche. Also das muss man schon sagen, die hat die optimale Größe für sowas. Dann kommt dazu auch noch ein Ladekabel mit rein, weil wenn ich da richtig viel dran arbeite oder so oder an verschiedenen Programmen arbeite, die vielleicht ein bisschen mehr Akku ziehen, ist es ganz sinnvoll, wenn man dann doch mal ein Ladekabel dabei hat. Deswegen packe ich mir das hier auch noch an den Rand. Dann, was ich auch zum Geburtstag bekommen habe, ist ja hier mein Terminkalender. Der kommt auch mit, weil ich habe hier auch immer To-Dos drin stehen und so. Und oh, das ist jetzt ein bisschen weit. Und dann kann ich das halt hier alles immer so schön abhaken. Und wenn ich dann irgendwelche To-Dos noch von der Arbeit habe oder so, die ich erledigen muss, kann ich mir die auch direkt notieren. Deswegen kommt der auch mit. Oh, jetzt habe ich hier... Ah, nee. Jetzt ist richtig. Dann kommt mein allerliebster Lieblingskulli auch noch mit. Das ist der hier. Ich liebe es, mit dem zu schreiben. Also mit dem kann ich auch wirklich gut und einfach schreiben. Ja, der kommt auch noch einfach in die Tasche mit rein. Dann mein Portemonnaie. Ich habe auch eins von Guess. Das sieht so aus, das habe ich mir in Amerika damals gekauft. Ist auch ziemlich voll und schwer, weil ich richtig viele Münzen hier drin habe. Warum auch immer. Aber ja, ich mag das eigentlich nicht. Deswegen werde ich mir jetzt auch mal so ein Glas, glaube ich, in mein Zimmer stellen, wo ich dann immer das ganze Kleingeld reintun kann, damit das nicht mein Portemonnaie so überfüllt und schwer macht und fett macht. Ja, und ich habe aber eh vor, mir noch ein kleines Portemonnaie zu holen, weil das, finde ich, ist zwar sehr, sehr schön, aber es nimmt zum Beispiel in der Tasche jetzt auch sehr viel Platz weg und wenn ich eine kleine Tasche habe, passt das meistens nicht rein, deswegen muss ich mir noch ein kleines Portemonnaie holen. Aber an und für sich finde ich das sehr schön, deswegen habe ich es halt auch noch. Dann kommt mein Arbeitsschlüssel rein, den habe ich mir gut hier vermerkt mit dem Royal Horseman Band hier. Dann weiß ich auch, dass das der Arbeitsschlüssel ist und hier habe ich noch einen Schlüsselanhänger. Den hat meine Freundin mir zu meinem 16. Geburtstag geschenkt. Der kommt jetzt auch noch hier rein. Dann kommt auf jeden Fall Taschentücher mit rein, vor allem wenn ich momentan krank bin, habe ich eh einen sehr hohen Taschentücherverbrauch. Und ich habe hier immer an den Rand meine ganzen Sachen hingelegt, deswegen lehne ich mich immer so komisch hier rüber. Dann Kaugummis nehme ich mit. Einfach die Airwaves. Ich glaube, jeder kennt die. Viele benutzen die ja auch. Also die finde ich auch sehr, sehr gut. Dann, was auch immer drin sein muss, sind Haargummis. Ich habe jetzt hier einfach so 2 braune, weil ich vergesse das oft. Vor allem, wenn ich jetzt Schmuck und so trage, mag ich das nicht, wenn dann hier jetzt noch so ein Haargummi an meinem Handgelenk wäre. Und ja, aber für manche TikToks oder so, wenn wir spontan einen TikTok drehen oder auch für irgendwas anderes, braucht man ja manchmal dann zu Haare. Dann habe ich hier noch ein bisschen Pflegeartikel, sage ich jetzt mal. Also einmal so eine kleine Handcreme, weil meine Hände sind momentan noch oft trocken und die passt ja auch easy noch hier rein. Und einfach nur so eine Lippenpflege, ja, für trockene Lippen, die habe ich nämlich im Winter leider auch. Dann habe ich hier noch von meinem Lieblingsparfüm, was ich täglich immer benutze, so ein ganz kleines mir mal gekauft. Das ist jetzt hier schon fast leer, aber ein bisschen ist noch was drin. Und das tue ich mir auch immer noch hier rein. Was ich mir auch noch besorgen wollte für meine Handtasche, ist so ein kleines Deo, was einfach nicht viel Platz wegnimmt, aber man auch einfach dabei hat. Ich glaube, das wäre natürlich auch ganz gut, aber das muss ich mir, wie gesagt, noch besorgen. Dann habe ich aktuell, dadurch, dass ich krank bin, auch noch eine Packung Bonbons dabei, falls ich mal irgendwie einen
Hustenanfall oder so kriege. Und dann habe ich von Essence ist der, glaube ich, ja, noch so ein Lipgloss einfach dabei. Ja, genau. Ah ja, und was auch ganz wichtig ist, meine Haarbürste, die brauche ich nämlich auch immer oft. Und jetzt ist die Tasche schon gut voll, aber jetzt kommt hier natürlich noch mein Essen rein. Und so sieht dann meine fertige Tasche aus. Die ist gut schwer, aber einen langen Weg habe ich ja zum Glück nicht bis ins Büro. Und hier liegt noch ein Haargummi, aber drei Haargummis brauche ich nicht hier drin. Genau, so sieht es also aus. Oh, voll bepackt ist die Tasche. Das habe ich aktuell alles täglich immer dabei, wenn ich ins Büro fahre. Ja, wenn ich zur Schule fahre, sieht es nicht ganz so anders aus, außer dass mein iPad noch hier mit drin ist. Und genau, das war es auch eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht konnte ich ja auch euch so ein paar Inspirationen in diesem Video geben. Und genau, ihr könnt ja gerne eure weiteren Video-Wünsche in die Kommentare schreiben. Und dann gucke ich mal, was ich so davon drehen kann. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüssi!